Ein viel diskutiertes Thema, das immer wieder aufflammt, ist der verkaufsoffene Sonntag. Während viele den zusätzlichen Einkaufstag als praktisch oder Wirtschaftsförder sehen, sind andere strikt gegen den Trend zur Sonntagsöffnung. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Periskops. Innerhalb Europas gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Ausnahmeregelungen, um Lösungen für dieses Problem zu finden. So dürfen Geschäfte unter anderem in Italien, Irland und Schweden am Sonntag geöffnet haben. In Frankreich, Griechenland und auch Österreich dürfen Geschäfte in Tourismusregionen am Sonntag ihre Türen für Kunden öffnen. Polen hingegen geht einen anderen Weg. Dort müssen Geschäfte an mindestens 12 Sonntagen im Jahr ihr Geschäft geschlossen halten. Eine Umfrage der Gewerkschaft im Jahr 2016 nach sind 95% der Handelsangestellten in Salzburg gegen eine Öffnung am Sonntag. Dennoch könnte es jetzt zu einem Vorstoß vom Präsidenten der Arbeiterkammer und vom Sozialminister für längere Arbeitszeiten und eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten kommen. Was die verschiedenen Seiten dazu sagen und wo in Salzburg hierbei der Grundtenor liegt, sehen Sie in der folgenden Reportage. Sonntagsöffnung, ja oder nein? Seit Jahren ist dieses Thema in Österreich sehr umstritten. Wir haben für Sie Meinungen von Vertretern verschiedener Organisationen eingeholt. Gerald Forcher, Geschäftsführer der Regionalgeschäftsstelle Salzburg der Gewerkschaft, vertritt folgende Position. Mein Name ist Gerald Forcher, ich bin Geschäftsführer in der Gewerkschaft der Privatangestellten Druckjournalismus Papier und betreuen in unserer Gewerkschaft unter anderem auch die Handelsangestellten in Salzburg. Klar ist, dass wir in einigen Branchen auch die Sonntagsbeschäftigung bzw. Sonntagsöffnung benötigen, wenn wir an das Rettungswesen denken, wenn wir an die Krankenhäuser denken, an die medizinische Grundversorgung oder auch an den öffentlichen Verkehr. Aber eine grundsätzliche Sonntagsöffnung, wie in der Vergangenheit das ein oder andere Mal immer wieder in der Öffentlichkeit diskutiert, lehnen wir ab. Auch die Salzburger Sonntagsallianz spricht sich klar gegen die Sonntagsöffnung aus. Die Allianz für den Freien Sonntag ist ein Zusammenschluss vorwiegend von kirchlichen und gewerkschaftlichen Gruppen und uns geht es darum, einen arbeitsfreien Sonntag in der Gesellschaft zu verankern. Einen Sonntag, der ein Ruhetag ist, ein Sonntag, den man der Familie, der Gemeinschaft auch für gewisse ehrenamtliche Tätigkeiten widmen kann. Dass es eine gemeinsame freie Zeit gibt, ist für jedes Gemeinwesen eine ganz wichtige Sache. Und dieser 7-Tage-Rhythmus, der hat sich ja in Jahrtausenden bewährt. Der Sonntag ist ein Weltkulturerbe und das Leben gehört irgendwie getaktet. Es gibt Phasen der Arbeit und auch Zeit der Ruhe. Und diese Ruhe soll gemeinsam sein. Es soll gemeinsame freie Zeit geben, weil sonst hat der eine am Montag frei, der andere am Dienstag und jedes Gemeinwesen zerbricht. Der freie Sonntag ist vor allem für die Familie von großer Bedeutung. Diese Meinung vertritt die Vorsitzende des katholischen Familienverbandes Salzburg. Also für Familien ist es ganz wichtig, dass ein Tag in der Woche da ist, wo wirklich die Familie eben miteinander sein kann. Es wäre nicht günstig und ist nicht günstig, wenn jeder seinen eigenen Sonntag hat. Es soll ein gemeinsamer Tag sein, wo die Familie wirklich füreinander da sein kann und vor allem für die Kinder. Wenn Sie Kinder fragen, was ihnen wichtig ist, dann haben sie meistens die Antwort, wenn Papa und Mama für mich Zeit haben. Johann Peter Hövelmeier, Geschäftsführer der Sparte Handel der Wirtschaftskammer Salzburg, betrachtet die Sonntagsöffnung aus wirtschaftlicher Perspektive. Die Sonntagsöffnung ist ein viel diskutiertes Thema. Was halten Sie davon? Wie Sie schon gesagt haben, ist es ein viel diskutiertes Thema und natürlich kann man das nicht mit einer Schwarz-Weiß-Regelung vergleichen, ja oder nein. Zur Sonntagsöffnung. Wir haben eine bestehende Sonntagsöffnung im Bundesland Salzburg, die den Bedürfnissen, die aus dem Handel kommen, weitestgehend Rechnung tragen. Natürlich lässt sich über gewisse Branchenöffnungen immer diskutieren, aber die Hauptschwerpunkte bei der Sonntagsöffnung haben wir abgedeckt in der Öffnungszeitenverordnung des Landes Salzburg und einstweilen sehen wir da keinen wesentlichen Handlungsbedarf
das zu ändern, sofern sich nicht Regelungen ergeben wie in Wien, wo eine Öffnungszeitendiskussion ja im Gange ist und diese Diskussion natürlich dann wieder auf Salzburg überschwappen wird. In Österreich gibt es ein grundsätzliches Verbot der Ladenöffnung an Sonn- und Feiertagen, um ein gewisses Mindestmaß an gemeinsamer Freizeit zu erhalten. Ausgenommen von dieser Regelung sind jedoch die Geschäfte in der Salzburger Altstadt, Tourismusgebieten sowie Geschäfte für Lebensmittel in Bahnhöfen und auf Flughäfen. Also wir unterscheiden hier zwischen dem Wintertourismus und dem Sommertourismus. Diese Regelungen, die sind völlig okay. Da geht es auch darum, Touristinnen und Touristen, Urlauberinnen und Urlauber natürlich bestmöglich zu betreuen. Aber auch hier stellen wir fest, insbesondere in der Salzburger Altstadt, dass nicht alle Geschäfte davon Gebrauch machen, weil es sich einfach nicht auszahlt, am Sonntag zu öffnen. Viele Urlauberinnen und Urlauber, aber auch viele Salzburgerinnen und Salzburger wollen am Sonntag ihren Spaziergang in der Altstadt erledigen, wollen ihre Freizeit genießen, aber mit Sicherheit nicht einkaufen. Von daher gäbe es bereits viele Möglichkeiten, am Sonntag aufsperren zu dürfen zu können, wenn man eben beispielsweise in einer dieser Tourismuszone, Getreidegasse oder Linzergasse, sich befindet. Viele Unternehmen machen davon aber nicht Gebrauch, weil es sich, wie gesagt, nicht rentiert. Ja, zum jetzigen Zeitpunkt geht es ja um die Bedürfnisse unserer Gäste, sie abzudecken, auch in der Versorgung mit den wesentlichsten Produkten. Das ist einerseits die Versorgung mit den Gütern des täglichen Bedarfs, da reden wir von Lebensmitteln, Toilettartikel und diesen Dingen. Andererseits natürlich auch in den Winter- und Sommersaisonorten, wo sich die Kunden entsprechend Ski ausleihen, mit Wintersportbekleidung eindecken und. Also auch diese Dinge sind abgedeckt, von der Wintersportbekleidung bis zu den Sportartikeln haben wir und den Lebensmitteln hier die wesentlichen Sortimentsteile abgedeckt. Über andere Sortimentsteile müssen wir natürlich dann diskutieren, aber das sollte in einer österreichweiten Abstimmung und Abklärung der Öffnungszeitenregelungen erfolgen und nicht jedes Land eine einzelne Sonderlösung anstreben. Wir waren an einem Sonntagnachmittag in der Salzburger Getreidegasse und haben uns für Sie umgehört, was Touristen und Einheimische dazu zu sagen haben. Was hattet ihr von der Sonntagsöffnung? Finde ich sehr gut, weil so wie jetzt, wir sind mal aus Kärnten und ich finde es einfach kaputt, weil wir alle sonntags zum Beispiel Zeit haben. Also es ist fein, wenn man da trotzdem noch einkaufen gehen kann. So. Sehr gut. Und du? Ich finde es für die Touristen ist das besser eigentlich für Sonntag, aber die, was arbeiten müssten, für die wird es nicht so, oder die meisten wird es nicht so gefallen, weißt du? I would prefer them open on Sunday. A lot of tourists, a lot of families that want to come through the town, beautiful town, and if there was just an opportunity for people to buy, it'd be great. Even if they were only for a few hours, that would be preferable for us. Also ich finde es sehr hilfreich, dass es am Bahnhof jetzt zum Beispiel einen großen Spar gibt, der immer offen hat. Und ich finde es auch recht angenehm in den Innenstädten, so wo die Tourismus-Hotspots sind, wenn es da am Sonntag nicht alles zu ist. Aber grundsätzlich finde ich es schon ganz okay, wenn sonntags eigentlich zu ist. Eigentlich ist es nicht schlecht. Aber es muss nicht unbedingt sein, dass man rund um die Uhr einkaufen kann, kann man sagen. Gelegentlich am Sonntag zum Beispiel ist schon gut, das, aber man muss nicht jeden Sonntag offen haben. Wenn man einmal im Monat am Sonntag offen hat, ist sicher nicht schlecht. Mich stört es nicht. Mir ist gleich, ob es offen ist oder geschlossen ist. Wenn ich vielleicht Lust habe, kaufe ich auch am Sonntag was. Oder unter der Woche was. Also mir ist wirklich gleich. Ich finde, gerade wenn man hier durch Salzburg jetzt an einem Sonntag wie heute geht und sieht, dass die Straßen auch so voll sind, brauchen die Geschäfte gar nicht geöffnet zu haben, sondern ich wäre eher dagegen. Das kann man auch schön am Samstag dann einen Einkaufsbummel machen und am Sonntag einfach die Stadt genießen. Sunday should be open all shops for me. I'm tourist and the people they coming Saturday, Sunday to visit this town and I think it's much better to be open.
Ich finde es praktisch, gerade für uns Touristen ist halt, weil man sich doch eher am Wochenende, gerade Richtung Sonntag, mal die Stadt anschaut, finde ich es einwandfrei. Es gibt doch einen guten Konjunkturaufschwung, denke ich. Ich finde es ganz in Ordnung, wenn einen Tag in der Woche die Läden mal zu haben, damit die Familien auch einen Tag sicher miteinander verbringen können. Im letzten Jahr startete die Salzburger Gewerkschaft eine Umfrage unter 16.000 Handelsangestellten zur Sonntagsöffnung. Die Ergebnisse waren eindeutig. Ja, wir haben im Juli 2016 16.000 Handelsbeschäftigte in Salzburg befragt, wie sehen sie überhaupt zu einer Sonntagsöffnung stehen. Und das Ergebnis war einerseits sehr überraschend, andererseits auch nicht überraschend. Nicht überraschend, weil gut 98% der Beschäftigten gesagt haben, sie wollen nicht am Sonntag arbeiten, aber für uns doch sehr überraschend, weil 75% jener, die jetzt schon am Sonntag arbeiten, gesagt haben, na, wir wollen eigentlich auch nicht am Sonntag arbeiten. Und was natürlich hier die Frage ist, die andere Frage für uns war, ist, wenn 75% nicht arbeiten wollen, die Wirtschaft zu uns aber immer sagt, die Menschen wollen am Sonntag arbeiten, weil es Zuschläge gibt, dann kann da nicht alles wahr sein, was uns da verkauft wird. Wir haben auch abgefragt, ob Zuschläge ein Grund wäre, am Sonntag zu arbeiten. Also es gibt derzeit einen 100%igen Zuschlag am Sonntag für Sonntagsbeschäftigung im Handel. Auch hier haben uns die Beschäftigten mit überwiegender Mehrheit gesagt, nein, sie wollen nicht arbeiten, ihnen ist Familie, Freizeit, ist ihnen viel wichtiger als Geld. Und auf die Frage bei den Beschäftigten, die bereits am Sonntag arbeiten, ob es überhaupt sich lohnt, aufzusperren, sagt mehr als die Hälfte, eigentlich sollte man bis wieder zusperren, weil ihrer Meinung nach sich der Umsatz nicht rentiert, die Kosten höher sind und dass man das eigentlich gar nicht braucht. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Sonntagsöffnung für den Tourismus Vorteile bringen kann, die Handelsangestellten dem aber kritisch gegenüberstehen. Damit sind wir auch wieder am Ende der Sendung angekommen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.